Ein kurzes Update zur Lage an den Märkten aus meinem Urlaub. Die Aktienmärkte kommen aus drei Gründen unter Druck. Erstens Geopolitik, zweitens die Earnings, die Gewinnsituation der großen Tech-Unternehmen und drittens die Renditen. Wir fangen mal an mit der Geopolitik. Wir haben gesehen, dass heute in Israel oder die israelische Armee heute Vorbereitungen getroffen hat, indem sie schon den Weg geebnet hat für eine Bodeninvasion des Gazastreifens. Gestern hat Netanyahu gesagt, diese Bodenoffensive wird kommen. Man hat den Termin festgelegt, den wird er allerdings noch nicht sagen. Man wartet wahrscheinlich, bis die Amerikaner genug Equipment geliefert haben, um das zu unterstützen. Das ist die Eskalation, die letztendlich zu erwarten war. Wir sehen Anschläge oder versuchte Anschläge auf US-Militärbasen in Syrien und in anderen Ländern. Das verschärft die Situation, daher sind die Märkte nervös. Das ist der geopolitische Teil. Der zweite Teil ist vielleicht noch wichtiger für die US-Märkte vor allem. Wir haben jetzt einige große Tech-Unternehmen gesehen. Tesla wurde abverkauft nach den Zahlen. Wir haben Google natürlich, die massiv abverkauft wurden. Größter Abverkauf seit März 2020. Gestern der Nasdaq mit dem größten Abverkauf seit Dezember 2022. Microsoft war gut, aber das war der einzige Ausreißer. Gestern dann Facebook, zunächst mal die Aktie runter nachbörslich, dann wieder rauf, dann wieder runter. Warum ist sie wieder runter? Weil Facebook im Earnings Call, also in dem Call mit den Analysten, gesagt hat, dass die Kosten wohl massiv steigen. Das dürfte die Facebook-Aktie, respektive die Meta-Aktie heute stark belasten. Also haben wir jetzt schon einige der Magnificent Seven Aktien gesehen und bis auf Microsoft haben sie letztendlich alle enttäuscht, zumindest was die Kursreaktion betrifft. Wir haben heute nochmal Amazon, das wird noch wichtig, aber wir sehen also, dass die großen Tech-Unternehmen hier nicht wirklich bisher in der Summe haben überzeugen können. Das ist also der zweite Teil. Was wird jetzt zu erwarten sein? Wir sprechen zunächst mal über die Renditen. Wir sind jetzt wieder fast bei 5% bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Powell hat kürzlich gesagt auf seiner Rede oder bei seiner Rede, dass er nicht glaubt, dass die Fed-Politik verantwortlich ist für den Anstieg der Renditen, sondern eben die fiskalische Situation. Und die scheint sich in den USA weiter zu verschlechtern. Jetzt ist immerhin ein neuer Speaker des Abgeordnetenhauses gewählt, immerhin die drittwichtigste politische Position in den USA. Aber eins ist klar, die Amerikaner werden jetzt zur Unterstützung Israels ihre Militärausgaben nochmal rauffahren, werden also sich weiter verschulden. Wir haben gestern eine 5-jährige Anleiheoption gesehen der Amerikaner. Sehr schlechte Nachfrage. Das hat die Renditen wieder nach oben getrieben. Und das ist das Grundproblem, solange die Renditen nicht runterkommen. Und sie kommen nicht runter, weil sich an der fiskalischen Situation der USA nichts ändern wird, absehbar. Die wird nicht besser. Und selbst wenn die Fed jetzt nicht mehr die Zinsen anhebt, was ja wahrscheinlich ist, wird eben der Druck bei den Renditen bleiben und die Aktienmärkte weiter belasten. Insgesamt sind wir jetzt natürlich schon ein Stück weit überverkauft, sodass ein Bounce durchaus drin ist. Wir haben heute 14.30 Uhr das BIP aus den USA mit sehr hohen Erwartungen. Ich glaube 4,6-4,7% ist da erwartet. Das ist schon ein echter Schnaps, ist natürlich auch schon kalter Kaffee. Letztendlich war das das dritte Quartal, aber vielleicht die Bullen dann mit einer Chance auf eine Gegenbewegung, wenn das BIP ein bisschen schlechter reinkommt. Und dann natürlich die EZB-Sitzung. Auch die EZB dürfte fertig sein. Wir haben schwache Einkaufsmanager-Indizes gesehen, auch wenn der IFO-Index gestern ein bisschen besser war als befürchtet. Klar ist, auch die Eurozone kommt jetzt in eine Rezession. Das haben die Amerikaner noch vor sich wahrscheinlich. Noch sind die Konjunkturdaten aus den USA stark. Wir haben die Einzelhandelsumsätze stärker gesehen. Gestern die Neubauverkäufe stärker gesehen, aber wahrscheinlich ist das wie so mit so einer Ketchupflasche. Es kommt lange nichts und dann kommt plötzlich alles raus oder sehr viel raus und das dürfte auch für die US-Wirtschaft dann bedeuten, man fällt in die Rezession. Die Zinswirkung oder die Wirkung der gestiegenen Zinsen kommt verspätet, aber dann wahrscheinlich eben auch heftig. Also, die Märkte sind angeschlagen. Kurzfristig die Chance auf einen Rebound aus einer sehr überverkauften Situation. Noch haben wir nicht wirkliche Panik gesehen, dass wirklich die Leute einfach nur noch rausholen. Dieser Move könnte uns noch bevorstehen, bevor die Bullen dann eine Chance haben. Wir wollen sehen, wie es weitergeht. Ich freue mich auf Sie am Montag. Dann geht es weiter mit Videoausblick und Marktgeflüster. Ich sage Servus, Ciao, das Allerbeste. Ciao.